Also das Ding ist, eigentlich konnte ich dich ganz gut leiden. Und für jede Unverschämtheit verlierst du einen Finger. Ja, Gigi, bringen Sie mich um. Sie mit euch nicht richtig. Abend, der Watte. Wir sind gekommen, uns vorzustellen. Wir sind hier die neue. Oh, oh! Okay, vielleicht fangen wir mit dem Geschenk an. Blumenmädchen, dein Auftritt. Blumenmädchen, bring das Geschenk! Das Blumenmädchen. Ich weiß immer noch nicht, und ich weiß, ich habe euch das schon oft gesagt, ich weiß nicht, ob ich euch lieben oder hassen soll manchmal. Beides gleichzeitig. Ich glaube, ja. Ich glaube tatsächlich, das ist es. Das ist so Liebhass. So Hassliebe, Liebhass, keine Ahnung. Ja, Hassliebe passt, glaube ich, am besten, oder? Aha. Das perfekte Wort dafür. Ich glaube auch. Habe ich dir genug Geld gegeben? Ich muss kurz gucken, ich glaube aber... Nein, ich habe 2 Millionen gegeben, 2,1 kostet das, ne? Ui. Oh. Okay, geht's noch nicht rein? Das SMS? Okay. Ach, das ist das, was Luis schon mal, glaube ich, hatte. Also die Aussicht ist geil. Aber wir können ihn dann abends... Irgendwie ist es mal größer. Da können wir ihn abends schön aus dem Fenster rauswinken, Herr Butters. Einmal geradeaus gucken, ne? Haben wir da oben so ein Fernglas stehen? Nee, hey, das ist doch da vorne. Nein. Doch nee, klar, natürlich. Nein. Das ist das nicht. Nein. Nicht? Da hinten. Das ist das nicht. Links weiter, ne? Da hinten. Da viel weiter ist es. Ja, aber das siehst du von hier. Da natürlich siehst du das von hier. Bist du blind? Mach mal die Augen auf. Wofür hast du die Dinger im Kopf? Ja, zum Gucken, aber da ist nichts. Ja, okay. Aber natürlich, da ist eins, Dennis. Gut, jetzt habe ich das gesehen. Guck mal, dass wir das wieder loswerden. So, wie verkaufe ich das jetzt? Ah, da. Und geht Vollpreis? Ja, ging Vollpreis zurück. Gott sei Dank. Ja, aber also ich finde, 2 Millionen ist viel Geld für die Wohnung. Wir hatten tatsächlich verdammt viel Geld für so eine Wohnung. Erst die Ausgabe mit dem ziemlich gewasteten Hubschrauber. Mhm. Okay, ja dann, Abfahrt. Scheiße, Mann. Also, das ist ja irgendwie nix. Aber es gibt keine anderen Tower mehr, ne? Ja, in der Meeting Point den nur noch, ne? Aber das halt, da wohnt jeder. Ah, das ist nix. Nee. Ja. Alles gut? Ja, mir geht's gut. Ich habe das Lenkrad im letzten Augenblick nochmal rumgerissen, aber ich habe die Karre komplett an die... Oh. Ja, einfach Moonshine reinkippen, damit das wieder... Noch nicht, der ja. Gute Moonshine, bist du bescheuert, Alter? Oh, das Abfallprodukt, ne? Was ist? Gib was zu gaffen, oder was? Verbrecher! Was willst du jetzt? Komm raus aus der Karre, sonst kriegst du auf die Schnauze! Hallo, Blödmann! Jetzt! Aufs Maul? Was? Ne, alles fit? Natürlich. Ja. Das geht ab. Hab ich hier schon angestellt. Verkehrsunfall klar. Mit Fahrerflucht. Das, ja. Das war wieder so ein. Also, ist nicht, weil ich zu blöd zum Fahren gewesen bin, sondern. Bestimmt ist da also einer von der Seite gekommen. Ja, der kam hier von der Seite, der hat sich hier in die Seite lang geschlängelt, ist mir da in die Seite reingefahren, ja, und dann da vorne weg, quasi. Ach, der arme Bentley. Schwarz maskierte Person mit schwarzem Fahrzeug. Audi R3. Ja. Kommt von der Meeting Point. Ja. Nein, ich war zu doof zum Fahren und hab die Mauer mitgenommen. Roten und blauen Anzügen. Ja, ja. 80-Style. Ein bisschen älteren Karre, so Nolan-Style. Bei Rot in Anzügen kommt mir Whipper für zu Sinn. Nee. Das, einer hat
einen roten, einer hat einen blauen Anzug an. Hey, warte mal, scheiße, ich hab auf mein Querbild geguckt. Hat der ACLS mein Auto repariert? Der hat das mitgenommen, ja, das wegen mitgenommen. Der Frontschutzscheibe. Ein neues Auto steht da vorne schon. Achso, super. Ja gut, dann lass uns mal aus dem Regen raus. Ja. Gut. Haut rein. Haut rein. Ja, haut rein. Haut rein. Setzen Sie sich ruhig hin, wenn Sie nicht stehen. Ja, ja, ja. Sie können sich ruhig hinsetzen. Die Dame auch. Dame, Sie können sich gerne hier vorne hinsetzen. Ich habe so eine Liste. Ja? Eine Liste. Ja, und okay. Auf meiner Liste stehen Leute, mit denen ich ein Problem habe oder möglicherweise ein Problem habe. Du hast ein Problem mit irgendeinem Typen, den du 34.000 Mal getasert hast, der dich danach bei den Cops verpfiffen hat. Richtig? Das war von seiner und meiner Seite aus geklärt. Darum geht's nicht. Aber ein Problem habe ich nicht mehr mit ihm. Diesem Typen hast du einen Brief geschrieben. Hä? Du hast dem einen Brief geschrieben und dem auf die Fresse gehauen. Nein. Nicht? Nee. Weißt du, dass der in Schutzhaft steckt? Das wusste ich. Weil der Gott und die Welt und jedem, der es nicht hören will, erzählt, dass du den an ein Fass binden möchtest, um ihn in die Luft zu jagen. Gut, das wusste ich jetzt zum ersten Mal, aber dass er in Schutzhaft wegen mir ist, wusste ich, weil er das einem Freund erzählt hat, der es mir erzählt hatte. Okay, ich glaub dir. Die Dame, haben Sie irgendwas davon mitbekommen? Ich kannte ihn schon etwas länger als Ezio und ich also habe ab und zu mitgekriegt, dass er eben nachts auch auf ihr Grundstück gegangen ist, um sich eben Blumenstöcke zu besorgen. Haben Sie das mit eigenen Augen gesehen? Ja. Na, Benz. Ist der Blumentrottel noch im State? Meines Wissens nach nicht, nee. Okay, alles klar, danke. Jo. Gut. Ich danke euch für eure Zeit. Ich wünsche eine gute Besserung. Dankeschön. Wenn Sie einen Arzt im Zimmer brauchen oder so, sagen Sie einfach einem der Jungs Bescheid und es wird einer für Sie gerufen. Fertig machen. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Ja. Halten Sie sich von Blumentrottel fern. Hab ich vor. Gut, dann helft Ezio nach oben und bringt ihn auf sein Zimmer. Habt ihr mitgekriegt, dass die Dame das gesehen hat? Ja. Das ist super. Ja. Das ist super interessant. Hallo, Herr Butters. Hallo, ich nochmal. Sag mal, hattet ihr mit dem Ezio geredet? Nein, tatsächlich haben die Kollegen das soweit wohl fallabschließend bearbeitet, soweit ich weiß. Ich war jetzt die letzten Tage auch nicht. Ich war gestern da, aber da war ich. Weil ich habe mit dem Ezio gerade geredet. Okay. Der lief gerade zufällig an mir vorbei. Und weil der ein Zimmer im Casino hat. Okay. Dann habe ich mir den auf die Seite genommen und den mit der ganzen Pisse von diesem Blumentrottel konfrontiert, der im State saß. Ja. Die ganze Scheiße, die der Blumentrottel erzählt, die stimmt von vorne bis hinten nicht. Okay. Und ich habe Grund zur Annahme, dass der Ezio die Wahrheit sagt. Ja, okay. Wo war der andere? War der oben im Büro oder was? Ist der andere oben im Büro? Okay, alles klar. Das, vielen Dank nochmal für die Info. Wir sind gerade mitten noch in einem anderen Fall. Ja, nicht dafür. Ich gebe das mal an die Kollegen. Ich wollte nur Bescheid sagen, nicht, dass ihr euch da in was verrennt bei einem Typen, der komplett nur Bullshit erzählt. Naja, okay. Alles klar, danke. Alles klar, viel Spaß, tschö. Jo, ciao. Da bin ich ja mal gespannt, was der Blumentrottel dazu zu erzählen hat. Besser. Hallo. So, besser. Das letzte Mal, dass Sie hier gewesen sind, war ja nicht ganz so erfreulich für Sie. Naja, also, soweit ich weiß, lag der andere ich nicht. Aber ja. Weiß ich nicht. Für mich war es nur amüsant. Ja. Der Fall ist jetzt schon ziemlich lange her. Moment kurz. Ich rede sofort weiter. Ich muss ganz kurz. Drop mal die 20k, Boy. Ich werde sonst fuchsteufelswild. Hm, Ansage gedroppt, ha? Huh? Das lasse ich drauf ankommen. Geld gestrichen. Alter, was? Warum das denn wieder? Ich hab den volle Mürre einen in die Fresse gegeben. Vor den ganzen Leuten, sogar Cops. Ich will einen Risikoaufschlag. Ja, wenn du mir das erzählt hättest, hätte ich dir vielleicht sogar das Doppelte gegeben. Aber wer der Meinung ist, mir eine Ansage zu droppen. Das war keine Ansage. Du hast gerade gesagt, dass es eine Ansage gewesen ist. Und wenn mir eine Ansage droppt, bei dem lasse ich es drauf ankommen, Aussage. Dass der, und ich zitiere, fuchsteufelswild wird. Ja, Butters, ich bin jetzt bereits schon ziemlich fuchsig, deswegen. Wissen Sie, wie viele Strafzettel bzw. irgendwelche anderen Strafen ich deswegen zahlen sollte? Oder musste? Also nicht deswegen, aber generell. Auch die für meinen Freund, weil die auch pleite sind. Ich muss mehrere Kinder, als auch andere Leute ernähren. Bitte lassen Sie mich nicht hungern. Dann weißt du, was das Gute bei der Geschichte ist? Ja. Dass es dein Problem ist, nicht meins. Wirklich? Machen Sie jetzt diesen? Herr Butters, ich habe mir mal eine Sache oder eine Frage gestellt in diesem Sinne.
Und vielleicht könnten Sie mir diese beantworten, weil es ja um Sie schließlich geht. Ja, bitte, ich bin ganz Ohr, Laserschwert. Denken Sie darüber nach. Und droppen Sie nicht die Antwort jetzt und auf nicht irgendwie eine witzige Art und Weise oder sonstiges. Aber was ist Ihr Weg zur Glückseligkeit? Geld. Oh. Wirklich nur? Haben Sie nicht irgendwie auch nur ein bisschen Gefühl, Empathie oder sonstiges in Ihrem Herzen? Irgendwas, was über Geld hinausgeht? Mein Herz ist aus purem Gold, Laserschwert. Das Streben nach Materiellem. Ich strebe nicht nach Materiellem, ich habe Materielles. Ich kann nach nichts streben, was ich bereits besitze. Ich wollte einmal an Ihre Vernunft appellieren, wirklich. Ich dachte. An meine Vernunft? Ja, vernünftig sein. Hier geht's doch, also das ist doch erwachsen, meine ich. Ja, Butterbeeren, Bubatas, meine ich. Ach, das, wie komme ich noch auf das andere? Du machst es immer besser, Laserschiff. Wie hast du mich eingespeichert? Vorlesen. Was das? Ehrlich vorlesen. Minus S Bieren. Laser, willst du schmerzen? Okay, wir machen. Möchtest du ganz viele langsame Schmerzen? Irgendwie unterhalten Sie mich. Ich will nicht, dass Sie mir drohen. Machen Sie das nicht. Wo bist du gerade? Auf den Südseeinseln. Boah, schönes Wetter. Türkisblaues Wasser. Gerade sind irgendwelche braungebräunten Frauen an Palmblättern. Du hast zwei Möglichkeiten. Okay. Du sagst mir, wo du bist, oder ich finde heraus, wo du bist. Wenn ich herausfinden muss, wo du bist, wird's unangenehm. Ich befinde mich gerade auf dem Platz, aber ich könnte auch hinkommen, wo mir das Geld zusteht. Spitze, dann komm doch mal zum Casino, dann bekommst du das Geld, was dir zusteht. Supi, doch. Ganz einfach. Bis gleich. So, und nun zu ihm. Sie hatten hier eine kleine Differenz mit irgendeinem anderen Typen. Ich frage, weil das gerade auf Twitter bereitgetreten wird. Machen Sie mal Ihr Querblatt auf und gucken in die... Ich hab's schon gelesen gerade. Also, mir stellt sich halt die Frage, wie kann das zu irgendeiner Person kommen? Also von uns hat das mit Sicherheit keiner irgendjemandem erzählt. Also gibt es zwei Personen, die das Ganze jemandem erzählt haben können. Das sind Sie und das ist der andere. Oder war da noch jemand bei, den ich vergessen habe? Wir haben noch zwei Augenzeugen, einmal eine Dame, einen Herr. Den Herr hätten wir auch hier. Wo ist der? Im Wartebereich. Ja, der soll reinkommen. Okay. Guten Abend. Schönen guten Tag. Sie haben die Nummer damals hier mitbekriegt, mit der Messerstecherei. Das ist richtig, ja. Wann haben Sie das letzte Mal darüber gesprochen? Spätestens eine Woche darauf, als das passiert ist, mit ihm hier. Ungefähr da. Und das ist das letzte Mal gewesen, dass Sie darüber geredet haben? Definitiv. Ja. Okay. Gut, dann danke ich vielmals für Ihre Zeit. Entschuldigen Sie die Störung. Wir werden uns dann mit dem anderen unterhalten, sobald er auftaucht. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Ebenso. Danke, auch. Ja, und wir haben gleich den nächsten Termin. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich habe gerade einen Anruf von meiner Frau gekriegt. Der Laser hat im Krankenhaus angerufen und gesagt, dass er gerne Mediziner zum Casino bestellen möchte, weil er wahrscheinlich gleich das Opfer sein wird. Uff. Oh Mann. Ey. Okay. Nehmt mal euch aus der Schublade bitte einen Sack. Ich habe gehört, nach Narnia geht man am besten im Dunkeln. Laserschwert! Wo ist denn der Krankenwagen, den du hierhin bestellt hast? Ich habe schon mal vorgesorgt. Nimm die Hände hinter den Kopf. Ja. Aber vorher Handy und Quablet. Jetzt legt er mir mal Handfesseln an. So, und jetzt stülpt ihm den Sack über dem Kopf. Ich will, dass er nicht sehen kann. Sack. Da unten kommt er. Das ist nicht so schlimm. So, und jetzt ziemlich zügig ins Auto. Passt auf, dass der nirgendwo vordutscht. Moin Run, ich Hallo Steinfeld. Merke, wir haben zu tun. Ja, das eine oder andere. Nimm dem den Sack ab. Oh, den Sack setz runter. Setz dich mal hin. So. Kuckuck. Wir sind ja gar nicht im Casino. Hinsetzen, Laserschwert. Könnten Sie mich entfesseln? Oder? Dann ist machen die Handschellen los. Sie haben Folterkeller? Hinsetzen, Laserschwert. Das ist das klischeebeladenste, was ich jemals gesehen habe. Ich dachte, Sie wären so eher auf Mr. Grey-Stufe. Wissen Sie?
und reden, wenn aufgefordert wird. Sorry, reicht. Entschuldigung. Okay. Danke. Also das Ding ist, eigentlich konnte ich dich ganz gut leiden. Ich habe dich dafür bezahlt, dass du dem Kroll in die Schnauze gehauen hast. Ich habe sogar dein Hausverbot aufgehoben. Aber in letzter Zeit nimmst du mir den Mund ganz schön voll. Und für jede Unverschämtheit verlierst du einen Finger. Ja, Gigi, bringen Sie mich um. Wow. Ach du Scheiße, wirklich? Ja, da habe ich ja jetzt schon verloren. Jetzt ein Joker oder sowas? Ich habe auch Gutes geleistet. Zum Beispiel? Letzten Dienstag, da habe ich... Montagabend, da war... Vor zwei Monaten... Nee. Ich... Freunde wieder? Ich dachte, okay, Mr. Herr Butters. Ich dachte nur, dass ich mir das rausnehmen kann, weil es so eine Art kleine, mittlerweile entstandene freundschaftliche Ebene zwischen mir und dem Casino gibt. Kann das hier irgendjemand bestätigen? Nein. Sie sagen doch auch immer, hey Johnny, wie geht's dir? Wie läuft das Leben? Gerade noch im Auto. Das macht man doch unter Freunden, Smalltalk. Wie, ja, jetzt zieht ihr alle den Pimmel ein oder was? Nee, jetzt seid nicht so. Jetzt sagt es dem auch. Hier, die eine nette Mitarbeiterin. Da neben mir. Sie sind voll süß zu mir gewesen. Jedes Mal. Haben voll Interesse gezeigt. Freundlichkeit zu Gästen, Leseschwert. Genau. Also du bloß eine kalte Fassade voller Illusion. Du hattest immer nur Glück, dass wir vorm Casino standen. In Ihrem privaten Leben hätten Sie nicht mit mir geredet? Geredet, ja. Aber bei deinen Sprüchen hättest du was anderes abgekriegt, wie nur einen blöden Spruch zurück. Bin komplett verloren. Frau Fox, haben Sie eigentlich die Säure noch vom letzten Mal? Ja, die steht hinten im Regal. Ist das die Säure, die ich für den Teppich benutzt habe? Nein. Nee, das ist eine andere Säure. So eine FSK-18-Scheiße? Aha. Nicht gut. Hey, sorry. Hab ich begriffen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Gut. Bindet ihn los. Macht ihm wieder den Sack über den Kopf. Er soll nicht wissen, wo er war. Laser, die Hände erstmal hoch. Ja. Was ist mit den nee, kein guter Zeitpunkt. Laser. Okay. Ja, okay. Ich glaube, das ist hinfällig. Alles klar. Okay, ja, natürlich. Jetzt gedacht. Super, wir verstehen uns. Warte, er kommt fest. Hat er den Sackkasse? Ah, ist schon drüber. Ist schon raus. Und Laser, erfährt irgendjemand von diesem Ort hier? Wirst du auch wieder hier sein? Ich kenne bereits Narnia. Bloß bei mir waren ganz viele Charlies dort. Oh. Oberkörperfrei. So, zieht ihm einmal den Sack wieder über den Kopf. Ist schon drüber. Gut. Komm mit. Moment, stopp. Stehen bleiben. Nein, ihr nicht. Geh mal weg von Laser. Ich steck dem hier einmal die Tasche rein. So. Und raus wieder ins Auto. Komm. Führen dich wieder. Hat er mir jetzt Hundekacke in die Hosen gesteckt, damit das ja so aussieht, als wäre ich da?